Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei Deutsch mit Martin. Heute wollen wir mal zusammen einkaufen gehen. Kommt mit und lernt Deutsch. Zuerst brauche ich einen Einkaufswagen. Den werden wir jetzt holen. Meistens muss man in Deutschland ein Geldstück, eine Münze in den Einkaufswagen stecken, damit man ihn wieder zurückbringt. Jetzt kaufe ich erstmal Kartoffeln. Ich habe nämlich Lust. Das Obst und Gemüse muss man entweder auf einer Waage wiegen oder es wird an der Kasse gewogen. 5,99 Euro für eine Drachenfrucht. Obst habe ich noch, aber ein bisschen Gemüse brauche ich. Meine Haferflocken sind ausverkauft, weil sie im Sonderangebot waren. Jetzt muss ich teurere kaufen. Tomatensauce kommt auch in den Einkaufswagen. Die Tomatensauce. Vollkornnudeln sind mit dabei. Glücklicherweise habe ich noch genug Kaffee. Ich brauche keinen Kaffee. Süßigkeiten gibt es für mich heute keine, denn ich muss etwas vorsichtiger sein. So etwas findet man auch nur in Deutschland. Sauerkrautsaft. Irgendwie habe ich heute Lust auf Apfelmus. Das Apfelmus. Gewürze für Spaghetti Bolognese. Hier gibt es schon Dekoration für Halloween. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Hier bin ich in der sogenannten Tiefkühlabteilung. Hier ist alles gefroren. Ich habe mal große Lust auf Kartoffelpuffer. Echt aus Thüringen. Dann gehen wir mal zur Kasse. Ich habe meinen Einkauf auf das Kassenband gelegt. Das war mein kleines Video aus dem Supermarkt. Ich hoffe, ihr habt ein paar neue Wörter gelernt, ihr habt etwas Neues gesehen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Tschüss!